Hallo Leute, mein Name ist Sozialinzog und willkommen beim Supercut. Ich erkläre ganz kurz, wie das funktioniert. Wir nehmen alte Let's Play Parts, mischen sie zusammen, überarbeitet und releasen sie nochmal neu, damit ihr sie sehen könnt. Denn die alten Videos sind meistens absolut grottisch und schlecht damals aufgenommen worden. Und ja. Ich hoffe, ihr freut euch darauf. Es ist ein kleiner Bonus und wird nicht den normalen Content wegnehmen. Und natürlich kann jeder freiwillig schauen. Und ja, jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Hier ist das heutige Thema. Mit der Release der OG-Season wird es Zeit, ein bisschen sehr weit zurückzugehen in der Zeitspanne und zurückzuschauen auf die alten Fortnite-Videos auf diesem Kanal. Und ja, die waren damals sehr schlechte Qualität und zwei Livestreams konnten wir überhaupt nicht einfügen, weil es laggy bis zum geht nicht mehr war. Aber wir haben das Beste daraus durchgearbeitet und ich hoffe, ihr habt Spaß bei den einzelnen Parts von Season 7 bis Season 9. Season X kommt nochmal als ein extra Supercut, weil er mehr Inhalt erhält. Viel Spaß! Sozialer Inzog. Ich wünsche euch viel Spaß. Hi Leute, mein Name ist Sozialer und damit herzlich willkommen zu einer Runde Fortnite Gruppenkeller. Wir werden ganz einfach Gruppenkeller spielen, jedoch alleine. Meine Teammates werden dann danach joinen und mal gucken, wie es läuft. Das ist mein erster Aufnahmeversuch übrigens am 4.6.2019. Tja, mal gucken, ob alles klappt. Wenn Fehler vorkommen, also bitte nicht meckern. Das kann am Anfang immer passieren. Let's go. Für die, die es interessiert, ich habe mir mal den Roboter-Skin aus der 6. Season gewählt. Tja, und mal gucken, ob wir es schaffen, eine Runde zu gewinnen. Also, wohin gehen wir? Ich würde mal sagen, wir springen Sassy Press ab. Am Anfang ist es natürlich immer langweilig, aber gegen Ende wird es echt spannend. So ist es eben beim Gruppenkeller. Und versuchen wir mal das Beste rauszureißen. Will mich ja nicht komplett blamieren. Und das war sogar eine Mission. Aha. Interessant. Und wir haben eine Kiste. Was sogar ein Auftrag ist. Hui Bomben, yay. Tja, dann sollten wir noch weitere Kisten suchen, wenn das schon eine Mission ist. Mal gucken, was wir hier noch finden. Na, jetzt habe ich versehentlich einen Schuss abgelassen. Ah, das gute alte Sturmgewehr. Eine echt gute Waffe. Jetzt habe ich mich voll verbaut. Tja, ist hier was? Was interessant ist? Mal gucken. Auf jeden Fall gibt's Bauholz. Ja, eine Gun, aber keine Kiste. Keine Kiste. Schade.
Die Zone ist ganz hinten bei Zobbys Shoes. Oh, das wird ein interessanter Kampf. Na, ich lauf mal dann hin. Schade, verfehlt. Was soll's? Ich kann mich doch einfach hochangeln. Warum gehe ich da lang? Meine Logik. Ja, momentan ist nichts los. Ich weiß. Sehr uninteressant. Aber das wird sich vermutlich gleich schon ändern. Das war jetzt super Schau. Und ab nach oben. Eine nette Sniper. Und auf dem Hügel ist sie natürlich echt praktisch. Okay, ich bin gleich in der Zone. Hier könnte ich super snipern. Und ich habe den See vergessen. Ja, perfekte Sicht. Jetzt muss ich mich konzentrieren mal. Denn jetzt sniper ich. Da habe ich einen gesehen. Das war vermutlich eine Rox Grün. Bingo. Bewegliche Ziele sind natürlich schwer zu erwischen. Ich warte immer, bis sie stehen bleiben. Oder ich will mir ein anderes. Besonders schwer ist es, weil hier momentan 34 Grad sind. Also ganz schön heiße Temperaturen. Also dieses Dreieck ist mir noch nie aufgefallen. Ist das neu? Boah, ich dachte schon. Wir
Wieder zur Kiste. Ah! Mist. Da war die Box. Damn it. Jetzt bewegt sie sich ganz schön und Pech gehabt. Da kommt die Zone langsam. Mal gucken. Mist, schon wieder. So ein Mist. Da hat jemand eine Sturmgranate gezündet. Mist, da hat mich jemand bemerkt. Na, so ist das eben. Ich halte in den Nahkampf, auch wenn ich da eher im Nachteil bin. Ist ja super gelaufen, aber ich habe wenigstens ein Achievement. Naja, ich spiele ja auch aus Spaß und nicht aus Skill. Ah, eine goldene Sturmgewehr. Und ein Revolver. Ah, falsche Waffe. Gut. Oh oh. Ach, das ist unser Teammate. Da ist die Box. Yes. Haben sie. Endlich. Das war die Box. Oh oh. Mist. Nicht aufgepasst. Hm? Das war aber früher anders. Da ist ja die alte Dancebühne vom Tanzwettbewerb. Interessant. Ja genau, halt sich einfach jemand dort und ich merke gar nicht, dass ich kein Teammate bin. Alles klar. Ja, der gute Ballontrick. Ja, und gegen zwei habe ich keine Chance allein. Ja, mal gucken, wo die anderen sind. Das ist eine ganz schöne Ruine geworden. Leider.
Oh oh. Das war der natürlich. Oh Scheibe. Genau dort kommt die Border. Und ich werde fast drauf gewesen. Wie viel Wahrscheinlichkeit gibt dafür, bitteschön? Oh Mann. Dammit, den wollte ich. Was soll's? Treffer! Noch ein Treffer und diesmal war es die Rocks. Dammit, jetzt hatte man mich. Aber zwei Cyberkids, ich kann mich nicht beschweren. Und schon wieder einen. Mit der Sniper bin ich eben gut. Dammit. Oh Mann, ich schwitze hier gerade im Raum. Ganz schön. Kein Wunder bei der Gradzahl. Bin ja auch so dumm und nehme es fast bei der Vormittagshitze auf. Andere nehmen am Abend auf. Nein, ich nehme am Morgen auf. Alles klar. Dammit. Hä? Der war doch drin. Also, das ist doch ein bisschen Betrug, oder? Hey, das war ein Teammate. Mein Fehler. Oh oh. Wow! Wo kam der Ninja her? Das hätte fast schief laufen gehen können. Dammit. Und schon wieder. Wer war es diesmal? Eine Vox. Oder eine Lachs. Das war eine Box.
aber gewonnen. Let's go. Tja, damit haben wir den Sieg. Erste Aufnahme, erster Sieg. Na gut, nicht erster Sieg, aber naja. Damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Bleibt sozial und tschüss. So, und damit, hi Leute, herzlich willkommen zu zweiten Part Fortnite. Heute spielen wir den neuen Modus Blindflug. Das ist so ein Modus, wo einige Sachen deaktiviert sind. Und mal gucken wir uns, wie wir uns diesmal schlagen. Beim Gruppenkeller war es auf jeden Fall schon mal gut. Also, let's go. So, dann geht's los. Und ich habe den Modus zum ersten Mal dran. Also weiß ich auch nicht, was vorkommt. Mal gucken. Oh, und die Karte ist back. Na super. Zum Glück kenne ich sie eh auswendig. Und los geht's. Den Busfahrer darf man auch nicht danken. Oh, ist der mies. Und ein Kommando zum Ausspringen gibt's auch nicht. Super. Die Zone könnte von überall kommen. Mal gucken, wie das läuft. Ich lande auf jeden Fall beim Baum da. Ich glaube, da waren Kisten. Ja. Und der Sniper gleich zum Start. Interessant. Ein Taschenritz ist hier wohl sehr wichtig. Und hier haben wir einen Monkey Ball auch noch. Immer automatisch auf die Karte klicken. Leider weiß ich nicht, wovon der Sturm kommt. Das weiß ja keiner. Gucken wir mal, ob da hier was los ist. Ich sehe bisher noch keine Border oder sowas. Das müsste man eigentlich von hier aus sehen.
Ja, einfach nichts los. Sonst ist hier immer die Hölle los in Teltis. Oh! Da war wer. Was ist denn hier los? Das habe ich auch noch nicht gesehen. Uff. Los, weg hier. Ja, wo bin ich jetzt nur? Hier sehe ich noch keine Zone. Sehr komisch. Wie kann er mich einfach von der Entfernung schießen? Diese riesigen Sommer... Schirme haben bestimmt mit dem bald kommenden Sommer-Event zu tun. Drift-Sommer ist ja schon da und oh oh. Shit! OMG! Das war knapp! Los, weg hier. Ich wusste doch, dass mich jemand verfolgt. Diese Eiswagen sind komplett neu. Wohl auch zum Event.
Okay, da müsste ich erstmal sicher sein. Ich nehm zurück. Shit, 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 shit. Ah, verdammt. Tja, das war eine kleine Runde. Ich wollte einfach mal den Modus zeigen. Und damit verabschiede ich mich. Bleibt sozial und bye. Hallo Leute, ich bin Sozialer und damit herzlich willkommen zum ersten Tag des großen Sommer-Events in Fortnite. Diesmal als DJ unterwegs und wir probieren den neuen Modus Wasserschlacht aus. Ich weiß noch nichts darüber, man schmeißt sich anscheinend mit Bomben ab. Und mal gucken, wie es läuft. Let's go! Echt passendes Bild, wohlgemerkt. Oh, ein Fisch. Ach, der macht schon den Move. Den habe ich noch nicht. Den muss ich mir noch verdienen. Was? Du brauchst nass. Okay, da geht's wohl mit den Wasserbomben ab. Ich habe 3 Stück zum Start, okay. Die sind 60 Treffer, okay. Hier sind auf jeden Fall eine Menge Hilfsmittel. Ja, eine Menge auf jeden Fall. Oh, das war die Rauchgranate, nicht die Schattengranate. Dammit, ich habe vergessen, dass es hier keine Gleiter gibt. Na dann, bringen wir den mal zum Tanzen. Dammit! Ja, nächster Wird schon schief gehen. Okay, das durfte doch jetzt nicht wahr sein.
Ja, klasse. Ich liebe die Modien, wo man keinen Fallschirm hat. Okay, das könnte was werden. Na, dieser Marshmallow ist schnell. Treffer. Oh shit. Ja, läuft schon mal klasse. Ja, genau. Ist klar. Mist. Oh oh. Damn! Also dieser Modus läuft schon mal echt doof für mich. Mann. Jawohl. Aber wenigstens habe ich einmal gekillt. Super, nützt nix.
Neue Bowie-Bomben. Da war doch wer. Da sind welche. Oh oh. Damn it. Dieser Omega hatte mich schneller. Jawohl, klappt doch. Oh oh. Nein. Menno. Jawohl. Ah, schade. Fliege ich in den Sturm rein, bin ich dumm? Na, zumindest bin ich 33. Mindestens. Ich frag mich immer noch, wer die Rauchbomben braucht. Die sind sowas von unnütze. War eine Bogenbombe. Oh oh. Komm.
Wie und immer findet ihr mich bei den... Ich nehme zurück. Oh Mann, das wird hart. Und ich habe gerade mal 4 Kills. Vierzehnter. Naja, gute Platzierung. Damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Bleibt sozial. Und... Hallo Leute, ich bin Sozialer und damit herzlich willkommen zum zweiten von 14 Sommertagen auf Fortnite und dem vierten Part. Ja, und wie ihr schon in News seht, ist eine meiner Lieblingswaffen zurückgekehrt, der Vierfachwerfer. Und das freut mich natürlich. Also würde ich mal sagen, machen wir Party. Und zwar bei Nutze sie mit Bedacht. Ein Duo-Modus, wo man nur spezielle Anzahl hat. Alles klar. Dann wollen wir das doch mal rocken. Let's go. Okay, gleich geht's los. Hier ist noch ein Season 6er. Ich hab plötzlich diese Gaga-Schlitze an freigeschaltet im letzten Part. Ja, wenn man rennt, ist man sofort zu Ende. Okay, ich habe eine spezielle Ausrüstung. Ich fliege am besten so Primal Pace. Heute findet die Party in der Wüste statt. Na passt, letztes Mal hatten wir ein Schneegebiet. Diesmal sind wir in der Wüste. Unterwegs dann. Da ist sogar eine dieser Sonnenschirme. Ich glaube, die sind in der Mission. Vielleicht soll man da unter tanzen oder so. Auf jeden Fall verdächtig. Was? Ich dachte, wir wären alleine. Verdammt. Ich frag mich immer noch, wie das Lama trinken kann unter seiner Maske.
irgendwie das Gefühl, dass das gleich eine Niederlage wird. Die Zone ist auf jeden Fall weit entfernt. Das war jetzt echt dumm von mir. Ich habe nur normalen Kram. Na super. Mit dem kann ich nichts anfangen. Ich muss jetzt leider laufen. Ich hoffe nur, ich finde unterwegs irgendein Fahrzeug oder sowas. Auf jeden Fall bin ich schon mal bei 47 Playern. Das ist schon mal was Gutes, aber die lösen sich ja schnell auf am Anfang. Na bitte, geht doch. Das war knapp. Nochmal so knapp. Eieieiei. Super, ich hab's. Jetzt bloß weg aus der Zone. In die Zone. Entschuldigung. Hier kann man sogar aussteigen. Super. Oder einsteigen. Eine Sniper haben wir. Okay. Oh, ich bin in der Geisterfahrerspur. Hoppla. Oh oh, ich habe einen Verfolger am Hals. Jeder weiß, wie es mit Verfolgern ist. Und ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht schon wieder dort bei dieser Insel, denn beim letzten Mal bin ich dort gestorben. Dammit! Diese Fake-Zoe hat mich getötet.
Und ein Marshmallow. Ich bereue es immer noch, den Marshmallow-Skin nicht zu haben. Naja. Wenigstens von einem Marshmallow umgebracht. Das war der Moldi. Ich verabschiede mich damit. Bleibt sozial. Lasst ein Abo da. Und tschüss. Mit Herzchen. Hallo Leute, mein Name ist Sozialer und damit willkommen zurück zu einer Runde Fortnite. Heute haben wir den, glaube ich, dritten Tag des Sommer-Events. Ich bin inzwischen etwas raus, so mit dem fünften Part. Und mal gucken, wie der Beach heute steht. Heute ist der Modi Baumeister Paradise verfügbar und in dem gibt es bessere Gebäude. Eigentlich sehr negativ für mich, weil ich nie baue, aber naja. Legen wir einfach mal los. Und Teams muss ich verzichten, weil ich keine Lust habe auf nervige Partner. Okay, und hier wird schon mal ganz schön gebaut. Ich habe übrigens die neuen Äxte mal ausgewählt. Mir fällt auf, die schlagen schneller, glaube ich. Ich fliege heute mal nach Juju Juice. Das ist übrigens mein Lieblingsplatz. Frag mich nur, ob der überleben wird mit dem nächsten Event. Da soll ja jetzt ein Monster kommen. Ja, muss wohl eine kleine Planänderung machen. Oh, ich glaube, ich habe die momentane Safe-Waffe. Mal gucken, ob ich was reinhauen kann. Hier hat sich auf jeden Fall einiges geändert. Oh no. Ja, ich hätte mich heilen können, aber tja, mies gelaufen. Und da es so kurz war, hängen wir noch eine Runde dran. Ja, das ist mal wieder 20 gegen 20. Ich schätze es. Geht wieder mal um Kills wie im normalen Gruppenkeller. Mal gucken, wer diesmal gewinnt. Ich flieg wieder in Richtung GeoJuice. Mal gucken, ob man es diesmal besser schafft. Toll, wir haben gleich einen Disconnect. Wir hängen aber auch.
Oh, scheiße. Oh, scheiße, ich habe Backen entdeckt. Wenn man einen Gleiter nimmt und schon die 50 hat, wird es zu 10. Oh, shit. Ich habe gerade 40 Gleiter verschmissen. Tja, das nennt man mal Epic Fail. Hat er mich gerade erschrocken? Eine Sniper, klasse. Come on. Ah, da haben wir das goldene Baby. Da liegen noch die Reste von Tiltus. Oh shit. Jetzt sollte man schneller rennen, als man gucken kann. Oder sich im besten Fall ein Fahrzeug besorgen. Aber das mit den Gleitern ist jetzt echt doof gelaufen. Ich glaube, dieser Part ist bereit für den Müll. Wir sind momentan in der Überzahl. Die haben 5 Disconnects, wir nur 3. Oh oh, die Border kommt. Und ich habe kein Fahrzeug. Verdammt. Ich brauche ein Fahrzeug oder sowas. Ich kann mich jetzt nicht um den Automaten kümmern. So kann ich mich wenigstens heilen. Ich baue ein Fahrzeug. Fahrzeug, bitte. Und zwar schnell. Das schaffe ich sonst niemals. Am Berg am Tiltus sind immer Fahrzeuge. Ich muss Glück haben. Ist geil.
Scheiße! Was mache ich? Bin gleich tot. Ja, ich bin tot. Verdammt. Ich hab nichts verloren? Was zum Teufel? Okay, wo sind die Gegner? Mehr als du denkst. Ja. Und haben wir das bitte schön in der Weihnachtsstadt aus? So ein Noob. Genauso wie ich. Was? Beide Gleiter werden mir abgezogen, wenn ich einen Gleiter nutze? Was ist das denn für ein Bug? Also, das ist jetzt schon BCC würdig. Als Sniper war ich immer der Beste. Finde keine Gegner. Komisch. Die Stadt ist auch verwinkelt bis zum geht nicht mehr. Das ist ein Ballon. Super. Da kommt er. Okay, interessant. Ein bessere Schotti. Und Tränke. Aber das mit den Gleitern ist Betrug.
ist hier alles festgemoddet. Ich sehe überhaupt keine Gegner mehr. Es sind nur noch 9 zu 13. Und wir sind die 13. Was zum Teufel? Die haben trotzdem mehr Kills. Ja, ein paar Missionen muss ich auch ablegen. Ach so, die waren alle 3 Gegner. Hab ich gar nicht gemerkt. Dammit. Echt noch eine Tour. Interessant. Mit einem Greifer. Aber den brauche ich jetzt nicht. Treffer. Der war abgelenkt. Miniguns. Treffer, den Sonnenvogel. Na. Ja. Dammit. Yes! Ja, da ist ein Toy Story Soldat. Dammit. Das hätte auch schief gehen können. Die Gegner sind trotz Unterzahl stärker. Na super. Was für ein Müllteam habe ich bitte schön erwischt. So ein Müllteam.
Natürlich springt er in dem Moment. Dammit, der Baum. Wie schief war das? Dammit. Wow! Der war gut. Von wo hat der bitte schon geschossen? Dammit. Das ist echt schwer. Wir haben so einen Nachstand und wir sind 11 zu 8. Jawohl. Shit. Die Mission habe ich abgeschlossen. Jetzt heile ich mich lieber mal, bevor es zu spät ist. Verdammt. Tja, das war's. Ein ganz schöner Bug. Ein ganz schöner Glitch. Tja, was soll's. Damit verabschiede ich mich. Bleibt sozial. Und bye. Ah, und ich krieg noch eine Emote. Ciao. Hallo Leute, mein Name ist Sozialer und damit herzlich willkommen zum vierten Tag des Sommer-Events in Fortnite. Heute ist John Wicks Kopfgeld wieder drinnen. Ein Modus, den ich persönlich nicht verstanden habe, aber da ich ja zum Sommer-Event jeden Tag ein Part hochladen will, lade ich einfach heute den Part so hoch und deswegen habe ich mich düster eingekleidet als die sechste Calamity. Also beginnen wir einfach. Wird schon schief gehen.
Wenn ich sterbe, dann sterbe ich. Ist eh ein kurzer Part und ich nehme sehr spät auf. Also, let's go. Oh, super. Es hat sich aufgehangen. Und das Spiel ist abgestürzt. Super. So viel zu, wir nehmen einfach mal Fortnite-Part auf. Und zack, stürzt das Spiel ab. Tja, sowas schneide ich eben nicht raus. Starten wir das neu, machen eine neue Runde und los geht's. Natürlich, jetzt funktioniert das. Das war schon mal ein klasse Start. Wetten, die Runde wird genauso laufen. Ach ja, ich habe vergessen, hier sind alle in Anzügen. Da hätte ich Kleine die gar nicht anziehen müssen. Cooles Outfit aber. Muss ich zugeben. Keine Ahnung, wo sie diese Goldmarken spawnen, aber mal gucken. Wir sind nur 69 Spieler. Anscheinend. Die meisten sind schon rausgelieft. Wir haben schon zwei Waffen und natürlich unsere Äxte. Und es laggt schon wieder. Also, heute ist die Verbindung echt schlecht. Ah, und da ist die zurückgekommene Waffe von heute. Die Armbrust. Was? Ist hier der Fisch drin? Lol, hier ist der Fisch. Den habe ich überall gesucht. Jetzt finde ich ihn durch Zufall. Erstmal abdancen. Apropos Fisch, ich lade ja heute auch noch einen Kappador-Jump-Part hoch. Auf zur Wartezeit zum neuen Game. Ich habe ja darauf reagiert und ich werde es auf jeden Fall let's playen, wenn es verfügbar ist. Also freut euch schon mal drauf. Und hier sind Leiter. Super. Sowieso ein Sturmgewehr. Und da scheint eine Coin zu sein. Holen wir sie uns. Ah, stimmt, in dem Modus hat man 3 Leben. Habe ich ganz vergessen. Mal gucken, wie lange wir überleben. Oh, da ist schon wer. Hab sie. Jetzt nichts wie weg. Na super, tot. Ein Kill für uns, mehr Münzen für uns. Money! Och nö, da kam jemand von hinten. Aber wir haben eine Münze eingesammelt und einen Kill.
Das ist zumindest besser als die Runde, die ich damals gespielt habe. Okay, leider keine Kugel. Oha! Ey, das ist Sommerplatz. Den schnapp ich mir. Riskant, aber ich hab's gewagt. Bye bye. Oh shit. Damn it. Okay. Oha, war das knapp. Der da hinten kämpft mit dem anderen, meine Chance. Der Baum, Mist. Jetzt hat er mich bemerkt. Ich sollte abhauen. Weg. Schnell weg. Kill abschrauben und weg.
beste Taktik in diesem Modus. Ich bin 19. Grad. Oh, 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 shit. Oh, shit, oh, shit, 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 shit. Das gibt mir etwas Chance. Wo ist der? Da unten! Ja, das war's leider, Leute. Ich bin 16. Das ist eigentlich ein sehr guter Platz. Damit verabschiede ich mich. Bleibt sozial, lasst ein Abo da. Und bye. Ja, hallo Leute. Willkommen zum Fortnite Part des nächsten Sommertages. Ich bin leider inzwischen raus. Und da leider keine neuen Modus diesmal erschienen sind, spielen wir Lebensraub einfach. Ja, und ich bin so schlau für ein Sommer-Event das Weihnachtsoutfit anzuziehen. Super. Hier einfach zwei Weihnachtskids rumlaufen. Flieg zu meinem Lieblingsplatz. Und jetzt ergeben endlich die Ballons den Sinn. Das sind nämlich jetzt eine Mission. Das war jetzt schlau.
Okay, läuft. Ich hoffe mal, bei der Rennstrecke ist irgendein Fahrzeug, was ich nutzen kann. Nämlich sonst bin ich dran. Hey, wie cool, die haben sie gegen Surfboards ersetzt. Da wird bestimmt noch eine Sommeraktion geben. Was gerade passiert ist. Okay, nette Ladung. Okay, mach die Doppel-Rocket-Launcher-Taktik.
war ein Chip, super. Schlau. Und sogar ein Achievement. Dass dein Fahrzeug war, tut's mir leid. Nichts Interessantes. Den wollte ich. Warum hat er nicht geschossen? Hin. Oha, ne Sniper. Ich weiß, ich bin jetzt in der Sackgasse geschwebt.
Hier ist ein Wildzweig-Camp. Jawohl! Und das ohne Sniper. Bingo. Ich weiß nicht woher, aber er hat mich. Da habe ich mich nur geschätzt. Boom. Okay, da haben beide irgendwie geschielt. Mist. Wenigstens mehr Schaden zugefügt.
Mist. Hätten wir. Der hat sich einfach ausgelockt.
Yes, Muni. Ups. Aber wir gewinnen. Sieg! Wow, coole Siegeranimation. Sommersieg! Wow, oh, oh, oh. Nicht ein Weihnachtsoutfit. Yes! GG. So, das war's mit diesem Sommertag im Sommer-Event. Lasst ein Abo da, bleibt so. Ja. Und dann würde ich mal sagen. Bye. Oh, und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Mini-Livestream. Ihr seht den Counter, so lange geht er. Und das Ziel ist es, Starios noch vor Ende der Season 9 zu bekommen. Sowieso die Mission abzuschließen. Mindestens 6. Versuchen wir unser Bestes. Und zuvor zeige ich kurz mein kleines Lager. Das sind meine V-Bugs. Ein paar gesammelt, doch nicht viele. Und wir werden jetzt zum Beispiel diese zwei Sterne abholen, um Stufen zu erhalten. Eine Mission machen, um die kostenlosen Skins zu bekommen. Und wenn möglich, diese ganzen Sachen machen. Ja, dann hole ich mir kurz von YouTube, ja, ich hole mir echt YouTube-Hilfe, wo der erste geheime Stern ist, den ich noch nicht abgeholt habe. Okay, in Nähe des Transformers an der Rennstrecke. Das läuft ja natürlich super.
Okay, wir sind da und hier irgendwo war der Topf vorbei. Na super, es leckt. Und ich bin mal wieder nackt. Es leckt bis zum geht nicht mehr. Das ist nicht der Stream, das ist das Game. Und die Internetverbindung ist gut. Na super, ich bin komplett falsch gelandet. Ich muss zum Weg. Mit der alten Villa. Es laggt. Da läuft sie auf meiner Nintendo Switch besser. Ja, es hat sich gebessert. Da ist er. Zeit sich umzubringen. Ich würde lieber mal sagen, ich
Ich habe den Sprint gezeigt. Ich mache später ein Komplettvideo zum Vollsprint. Denn mit den Lags, das ist einfach unmöglich. Damit sage ich goodbye, bleibt sozial, das Double Down, bye. Danke fürs Zusehen. Eine Playlist mit anderen Supercuts und ein von dem Algorithmen ausgewähltes Video könnt ihr hier sehen. Die Channels auf der anderen Seite. Vielen Dank und goodbye, bis zum nächsten Mal.